Am 1. Juni fand in Kötschenbroda von 15 bis 18 Uhr das diesjährige Kindertagsfest statt. Eine diesjährige Besonderheit war unter anderem auch der erweiterte Veranstaltungsort. Erstmals wurde das bunte Treiben mit in den Apothekerpark verlegt, einfach um herauszufinden, inwiefern sich diese Stelle zwischen Harmoniestraße und Hermann-Ilgen-Straße für die Verwendung für Veranstaltungen eignet. Angenommen wurde der Park von den Kindern und den Eltern sehr gut, vielleicht lag es aber auch nur am Reggae-Hasen Bu, der nicht nur die Kleinen in seinen Bann zog. Im kleinsten Kino konnten bei frisch zubereiteten Popcorn kurze Filme angeschaut werden, aber nicht alles war auf seichte Unterhaltung ausgerichtet. An der mobilen Erfinderzentrale Lützen statt Plötzen und am Spielebus Radebulli gab es so einiges Interessantes zu entdecken. Erwartungsgemäß war aber der Dorfanger in Altkötschenbroda der Siedekessel des diesjährigen Festes. Hier sowie im Familienzentrum fanden die Kleinen eine Weltraumstation der Radebeuler Sternwarte, mehrere Bastelwerkstätten, einen Schminkstand, das bei vielen beliebte Glücksrad, Wissens- und Geschicklichkeitstest sowie die Möglichkeit zum Reiten. Was natürlich zu einem Kinderfest auch nicht fehlen darf, Zuckerwatte. Ich habe die Kurzen mal gefragt, was ihnen am meisten gefällt. Wie gefällt's dir hier? Schön. Was gefällt dir am meisten? Der Luftballon. Mir gefällt's hier, weil man hier Glücksrad drehen kann. Man kann Hüpfburg springen und sich bemalen lassen. Und am besten gefällt mir, dass man Glücksrad drehen kann. Also am besten gefällt mir das Glücksrad und wie mir es gefällt. Naja, es ist ganz schön hier und ja. Trotz der zum Teil schon fast tropischen Temperaturen war der Anger bereits ab 15 Uhr sehr gut gefüllt. Wurde es zu heiß, half nur ein kühles Softeis aus der Eisdiele von Enrico Gotzmann. Hier hieß es aber anstehen. Alle Standorte auf dem Anger waren bequem zu Fuß zu erreichen. Organisiert wurde das Kinderfest von den Mitgliedern der Werbegilde um Mandy Schubert. Sie fasst für Radebeul TV das Event noch einmal kurz zusammen. Mandy, allerhand los hier. Was können die Kinder heute bei euch alles erleben? Bei uns ist heute großes Kinderfest, es ist Ponyreiten, das Karl-May-Fest, das Karl-May-Museum ist da, dann ist die Sternwarte aus Radebeul mit hier ansässig, eine gute Bratwurst gibt es, gibt schöne Luftballons, wir haben Puppenspiel mit der Lok, der fängt jetzt gleich, naja, in 8 Minuten an, dann haben wir eine große Hüpfburg aufgebaut und ich denke, Büchsenwerfen, Schatzsuche, also ich denke, die Kinder können richtig gut was erleben heute. Ganz andere Frage, wer kam ursprünglich auf die Idee? Ich glaube, die Kultur- und Werbegilde war der Initiator von dem Kinderfest und jetzt haben wir endlich die Stadt dieses Jahr auch mal mit dem Boot und da freuen wir uns natürlich. So schön und originell wie das Kinderfest auch war, wo Licht ist, ist auch immer Schatten. So beschwerten sich viele Eltern über den exorbitanten Verkehr, der sich meist in Schrittgeschwindigkeit aufgrund der Sperrung der Meißner und der Hermann-Ilgen-Straße als endlose Blechkolonne über den Anger zog. Auspuffgase und die Tatsache, dass ein Kind versehentlich auf die Straße läuft, sorgten für zusätzlichen Stress. Ein Passant sprach mich bei den Dreharbeiten an und machte seinem Unmut Luft. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr schön, dass dieses Kinderfest hier zum Kindertag organisiert wird. Was ich aber wirklich für sehr bedenklich finde, ich bin hier mit einem Enkelkind meiner Lebensgefährtin da, dass also heute ungewöhnlich viel Verkehr ist. Mehr als normal und dieser Verkehr hier im Schritttempo an den Kindern vorbeifährt und die hier förmlich Auspuffabgasen einzubläst. Und wenn hier eine Verkaufsveranstaltung ist, wo irgendwelche Händler nicht durch Autoverkehr gefährdet werden, da wird großzügig abgesperrt und für die Kinder bleibt hier die Straße frei. Und der Verkehr kann hier ungehindert fließen und gefährdet in doppelter Hinsicht dieses Fest. Also erstens, dass hier jemand überfahren werden kann und zweitens wegen der wirklich extrem Abgasbelastung. Also das ist eine echte Kritik, die sich die Stadtverwaltung gefallen lassen muss. Alles in allem muss man aber sagen, das Fest war ein gelungenes Event. Die Kinder hatten ihren Spaß zu ihrem Ehrentag und genau darauf kam es an. Auch in den sozialen Netzwerken bedankten sich viele Eltern bei den Organisatoren. Ich finde es schön, was die hier machen für die Kinder. Es ist wunderbar, dass das Wetter so schön mitspielt, dass es so viele Angebote gibt, Puppentheater, Zuckerwatte, Süßigkeiten, was die Kinder eben so lieben, Luftballons. Ja, nee, ist immer schön, was hier so auf die Beine gestellt wird.